Hallo, live. Schön, dass ihr wieder da seid in meinem Wohnzimmer. Ich habe heute ein sehr leckeres kleines Gläschen Gin Tonic für euch, um mit euch anzuprosten. Ich hoffe, ihr seid alle brav zu Hause und es geht euch gut. Es ist ja jetzt auf die Dauer schon ein bisschen anstrengend, aber ja, es ist nichts wirklich Unlösbares, auf der Couch rumzusitzen, richtig, richtig. Also, ich trinke auf euer Wohl. Oh, oh, es ist lecker. Also wir werden alle sehr dick und sehr alkoholproblemig aus dieser Krise rauslaufen, wenn es so weitergeht. Ich muss noch meinen Verstärker anmachen. Moment. Nee, der ist schon an. Super. Ich muss noch meine Gitarre anstöpseln. Auch gut. So. Ah, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Das ist gut. Beim letzten Mal gab es irgendwie so komische asynchrone Film- und Tonspurnummern. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich hoffe, das wird diesmal nicht passieren. Und wenn, dann ist es halt, wie es ist. Okay. Noch kurz stimmen, damit die Freude höher ist. Von der anderen Platte, die ich auch gemacht habe, Sentimental Bones, die war in letzter Zeit so ein bisschen nicht so präsent, weil Turn on the Light natürlich so wichtig war. Genau, das ist nämlich auch eine schöne Platte, danke für die Herzchen. You Stole My Crown ist der Opener und der zweite Song, den ich heute spielen will von Sentimental Bones, heißt 9 mm. Eine Art
nicht erfüllter Liebe. Der nächste Song ist ein Wunsch vom Heiner, den ich gerne erfülle. Als ich die Nummer, ich habe beim Heiner ein Wohnzimmerkonzert gemacht und davor gab es bei Facebook dieses Ding, dass alle Leute ihre 10 Lieblingsplatten vorgestellt haben. Und er hatte ein paar Tage vorher gepostet, dass Rumors von Fleetwood Mac eines seiner Lieblingsalben ist. Und dann habe ich gedacht, ich überrasche ihn beim Wohnzimmerkonzert mit einer Nummer, die ich extra für ihn gelernt habe. Ich kann sie hoffentlich noch. Und als ich die dann geübt habe, ist mir aufgefallen, dass es echt, dass dieses Ding auf 2 Akkorden funktioniert, was für mich echt eine erstaunliche Erkenntnis war. Also man braucht nur 2. It's only right that
me drive you crazy in the stillness of remembering of what you had, what you lost, what you had and what you lost. Oh, thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. They say women, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you know, you will know. Now here I go. It's only me who wants to wrap around your dreams now. Have you any dreams you'd like to sell? Please, of loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering of what you had. What you lost. What you had. Players only love you when they're playing. Women, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you know. Oh, thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Women, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you know, you will know. So, sagt doch mal, ob es euch gefällt. Macht doch mal ein Zeichen, damit ich hier was sehe. Bewegung auf dem Bildschirm. Wow, ist noch jemand da? Ich hoffe sehr. Ah, danke, danke, danke. Jetzt kommt noch ein Wunsch. Es gibt anscheinend in meinem Freundeskreis, was mich nicht verwundert, sehr viele Lucinda Williams Fans und das ist auch eine sehr schöne Nummer von ihr und die passt gut zu mir, die spiele ich auch deshalb ganz gerne, weil es wird ja oft einmal gesagt, dass ich ja so ein bisschen traurig bin in meiner Musik und dieser Song hier heißt Am I Too Blue For You? Am I too blue? Like the sky sometimes, am I too?
I Too Blue, Lucinda Williams. Eine meiner Heldinnen auf jeden Fall. Zum Wohl. Sie hat heute gepostet, dass John Prine erkrankt ist am Coronavirus, also Covid-19. Ich hoffe mal, dass er wieder gesund wird. Toller Musiker. Ja. Die Claudia hat sich noch Queen of England gewünscht, aber ich habe leider kein Tapo hier gerade in Reichweite, so wie es ausschaut. Deshalb gibt es das beim nächsten Mal. Ja, ich weiß, du freust dich schon drauf, aber machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal kommt Queen of England, Beyond Expectations und noch zwei, drei Sachen. Ich werde mein Keyboard aufbauen, also wir machen mal was Neues. Ich mache mein Keyboard klar und dann werden wir ein bisschen anderen Sound auch haben. Und hier nochmal ein bisschen Eigenwerbung, sehr schön. Wenn ihr noch nicht in meinem Newsletter seid, wenn ihr bei ferns.com auf meiner Webseite seid, dann gibt es einen kleinen Kasten unten, da steht Newsletter. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch eintragt, dann kriegt ihr einmal im Monat oder vielleicht manchmal auch alle 14 Tage, manchmal auch nur alle 3 Monate einen Newsletter von mir. Da würde ich mich freuen. Tragt euch ein. Und das Video stelle ich wie die letzten Male auch bei YouTube auf meinen Kanal. Hannah Ferns ist der Kanal. Und verabschieden möchte ich mich heute mit Ocean. Auch ein schönes Lied, ein wunderbares Liebeslied von der Platte Turn on the Light. Und ich wünsche euch allen, dass ihr gesund durch die Woche kommt und fit bleibt und schön brav Hände wascht. Wir sehen uns am Donnerstag um 8:30 Uhr, dann mit einem, irgendwie, ich muss mir überlegen, wie ich das Setting mache, aber es wird schon gelingen. Okay, dann schönen Abend noch und genießt Ocean. Listening to the waves rolling in.
Danke, dass ihr da wart. Schönen Abend euch allen. Das ist echt eine Freude. Außerdem übe ich jetzt brav Klavier, damit ich euch am Donnerstag auch noch was da vorspielen kann. Und da bin ich sehr happy drüber. Und genau, schreibt ruhig in die Kommentare rein. Ich antworte bei Facebook auf die Sachen dann im Nachgang. Und schönen Abend. Tschüss. Hier ausmachen. Hier beenden. Mal gucken. Mal noch eine Brille. Was ich hier mache? Ja, beenden. Beenden.